Nachdem Timo und ich bei der Glocksys Engine 4FS einen CEF-Federsatz eingebaut hatten, habe ich jetzt hier und da mal Probleme damit, dass die Kraft auf dem Schlagbolzen anscheinend mit der CEF-Feder nicht immer ausreicht, um das Zündhütchen auszulösen und damit den Schuss auslösen zu lassen. Das heißt, ich muss teilweise nochmal nachrepetieren und bis der Schuss sich tatsächlich löst. Das bedeutet, ich will die Original-Schlagbolzenfeder wieder einsetzen. Dazu hat mir der Timo letzten Endes quasi auch geraten. Ja, und da möchte ich euch ganz kurz mitnehmen, wie die Schritte zum Austausch der Schlagbolzenfeder so sind. Also, wir fangen erstmal damit an. Die Waffe ist ungeladen. So, wir ziehen kurz am Schlitten ein Stückchen zurück, machen den Verriegelungshebel runter, schieben den Schlitten nach vorne weg. Griffstück brauchen wir nicht. Wir nehmen Verschlussfangfeder und Rückholfeder und Lauf raus. Und dann müssen wir hier unten drin, ich weiß nicht, ob man das so sieht, dieses Kunststoffdingelchen ein bisschen nach unten drücken. Das kann man mit einem kleinen Schraubenzieher machen. Gucken, ob der hier passend ist. Ja. So, und zwar, wir schieben das runter und dann ziehen wir die Platte einfach weg. Und dann können wir das komplette Paket um die Schlagbolzenfeder herausnehmen. So, bei der Gelegenheit wischen wir mal ein bisschen Öl, was da so über die Zeit reingekommen ist, ab. So, ein kleiner Trick, den ich auf YouTube gefunden habe, damit man ein bisschen leichter die Feder tauschen kann, ist, man nimmt das Federpaket vom Schlagbolzen, tut sie einfach umgekehrt hinten in den Schlitten rein. Und damit hat man eine schöne Auflagefläche, um jetzt zum Beispiel die Feder runterzuziehen und diese kleinen Kunststoffmanschetten, die da drin sind, herauszunehmen. Dann kann ich die Feder rausnehmen, die Feder neu draufsetzen und habe dann eine vernünftige Auflage, um jetzt diese Kunststoffdingelchen auch wieder einzusetzen. Eigentlich recht easy. So, und schon ist die Schlagbolzenfeder letzten Endes getauscht. So, nehmen wir mal ganz kurz ein Wattestäbchen und machen da oben mal ein bisschen Öl, was da vielleicht über die Zeit mit reingekommen ist, raus. So, zum wieder einsetzen. Schieben wir das Federpaket wieder mit rein. Nehmen die Hinterabdeckplatte. Üben von oben ist letzten Endes ein bisschen Druck aus. Das heißt, wir schieben das vielleicht mit einem Durchschlag runter, bis die Platte reingeht. Dann schieben wir diesen Pömpel rein. Und das war's. Schon haben wir letzten Endes das Federpaket am Schlagbolzen getauscht. Dann können wir die Waffe wieder zusammensetzen. Und das war's. Schon haben wir die Schlagbolzenfeder an der Glock 17 Gen 4 FS getauscht.